Ja, hallo, an diesem Samstagnachmittag. Es freut mich sehr, dass so viele Leute da sind. Ganti, Simon Gantenbein muss ich wahrscheinlich nicht groß vorstellen. Die meisten werden ihn kennen. Er ist auch im Vorstand der digitalen Gesellschaft und ansonsten im Bereich der Cybersecurity oder der Digitalpolitik tätig. Ich bin sehr gespannt auf seinen Vortrag. Das letzte Jahr war ja geprägt von mehreren Hacks. Ich selber bin Medienschaffender, Journalist bei der WOZ. Für mich besonders interessant war natürlich der Hack bei der NZZ und CH Media, wo plötzlich gewisse Löhne publik waren. Ganti wird aber einen anderen Hack euch näher vorstellen, und zwar einer, der auch gravierender von den Auswirkungen her war. Explain ist eine Firma, die für Behörden, unter anderem Polizeibehörden, das Fedpol war ein Kunde oder auch der Zoll. Und da gab es einen Leak der Hackergruppe Play, und Ganti wird uns jetzt eben aufzeigen, was da eigentlich alles in diesem Leak drin war. Und ich bin gespannt, ja, vielleicht kann ich davon auch mal Nutzen rausziehen. Leg los! Ja, über den Nutzen unterhalten wir uns nach dem Vortrag. Ja, ich habe vor 2 Jahren am Winterkongress einen Vortrag gemacht zu den nationalen Cyberwochen. Damals war in den ersten 8 Wochen, gab es irgendwie 14 Cybervorfälle vom IKK, Post, SBB, Swisstransplant. Und das hätte man jetzt, dieses Format hätte man weiterführen können, aber Explain ist doch ein so großer Fall, dass ich gedacht habe, es ist schlauer, wenn man sich mal einem Fall in der Tiefe widmet. Das ist so mein vorgesehener Fahrplan. Zuerst mache ich so einen möglichst schnellen Abriss über die Ereignisse. Dann die Frage, warum waren die Daten bei Explain, die Daten vom Bund und den Kantonen, und was für Daten sind eigentlich in diesem Leak drin? Ich versuche auch noch etwas zu bewerten. Ja, wer hat denn eigentlich Fehler gemacht? Das wird euch in der nächsten knapp halben Stunde, 35 Minuten erwarten. Angefangen hat alles mit einem Artikel von Daniel Schurter von Watson. Er hat regelmäßig ein Auge aufs Darknet und recherchiert auch regelmäßig zu Cybervorfällen. Und er findet also die Ankündigung einer Ransomware-Gruppe, der Ransomware-Gruppe Play, die hat auch der CH Media und NZZ gehackt. Und das Geschäftsmodell dieser Hackerbanden ist relativ einfach. Die hacken eine Firma, die verschlüsseln alle Daten, die ziehen die Daten ab und verlangen Lösegeld für die Entschlüsselung und verlangen auch Lösegeld, wenn es darum geht, dass die Daten nicht publiziert werden. Und hier sehen wir eigentlich diese Ankündigung. Es ist etwas klein, aber man sieht, die Firma ist Explain. Im Datensatz sind 900 Gigabyte, und zum Zeitpunkt, als Daniel Schurter das gefunden hat, wurde diese Seite erst 60 Mal aufgerufen. Im Laufe des Vortrags kommt dann immer wieder mal eine aktualisierte Version davon, wie viel Mal diese Seite aufgerufen worden ist. Er hat dann den CEO von Explain kontaktiert und mal nach einem Statement gefragt. Und es gibt 2 Statements, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Das erste Statement ist ein tolles Beispiel für exzellente Krisenkommunikation, weil der Vorfall wurde ja schnell bemerkt und es wurde sofort reagiert. Also eigentlich ist gar nicht so viel Schlechtes passiert. Aus meiner Sicht natürlich kritisch, weil schnell reagieren und 900 Gigabyte, das beißt sich irgendwo. Also ich würde das mal diplomatisch als etwas schönfärberisch bezeichnen. In einem zweiten Statement hat er auch gesagt, ja, also es sind gar keine Daten aus Kundensystemen betroffen. Und mit Kundensystemen sind eigentlich die Datenbanken bei den Behörden gemeint. Das ist ein überspezifisches Dementi, wie sich dann im Folgenden herausstellen wird, weil im kleinen Wort Projektinformationen sind eben genau diese produktiven Daten versteckt. Also er hat faktisch, diese Aussage ist faktisch korrekt, aber wenn man keinen Kontext hat, extrem irreführend. In der Ankündigung stand, es geht noch 9 Tage, bis das veröffentlicht wird. Das ist, um Druck aufzubauen, dass möglichst die Firma unter Druck ist, auch zu bezahlen. Und so blieb mir eigentlich nichts anderes, als etwas zu warten auf diese Daten, und habe mir in der Zwischenzeit mal angeschaut, ja, was macht denn diese Firma Explain genau? Explain ist eine Softwareherstellerin, die vor allem Software für Bundesbehörden und kantonale Behörden macht.
gibt da den schönen Begriff Geschäftsverwaltungssoftware oder Fallverwaltungen. Also da geht es darum, irgendwelche Daten strukturiert abzulegen, die dann einen Prozess durchlaufen. Da gibt es Module, um hochzuladen. Das ist so der Kern. Und Xplain hat verschiedene Produkte und die haben so eine Basissoftware, nenne ich es mal, also ein Framework. Das ist so wirklich, die Grundlage jeder Applikation, die sie haben. Und da kommt Behörde X und die sagt, ja, wir möchten gerne folgende Daten darin ablegen und benötigen folgende Abfragefelder und Ansichten. Das wird dann oben drauf gepropft. Also es ist immer bis zu einer Basis und auf diese Basis werden dann Anpassungen gemacht. Und die produktiven Daten, die wir später zu Gesicht bekommen, sind eigentlich genau aus dieser Projektentwicklungsphase, wo es darum geht, Xplain muss verstehen, welche Daten möchte die Behörde genau ablegen. Und wie sehen die aus? Also das Verständnis für die Softwareentwicklung ist da natürlich enorm wichtig. Genau. Nun sind diese 9 Tage um und eine erste Tranche von 5 GB wird veröffentlicht. Darunter sind Daten wie Rechnungen, Offerten, Sitzungsprotokolle und Projektunterlagen. Und es wird bekannt, Bundesamt für Polizei, also das FEDPOL und das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit sind betroffen. Diese erste kleine Tranche ist wiederum eine klare Message an die Firma Xplain. Bezahlt jetzt, sonst veröffentlichen wir alles. Das FEDPOL äußert sich und sagt, ja, also wir gehen hier von anonymisierten Simulationsdaten zu Testzwecken aus. Später stellt sich natürlich heraus, ja, so ist das nicht. Wir erinnern uns, vor 2-3 Jahren gab es mal einen RUAG-Hack und die logische Frage, wenn wir von ist dann natürlich, ja, wie sieht es dann eigentlich bei der Schweizer Armee aus? Offensichtlich ist das kein Problem, wie uns der Versprecher des Verteidigungsministeriums bestätigt. Ich kann euch spoilern, es war doch ein Problem. nun, das NCSC äußert sich mal vorsichtig, aber die Tendenz ist eindeutig, entgegen erster Erkenntnisse muss nach vertieften Abklärungen davon ausgegangen werden, dass auch operative Daten betroffen sein könnten. Also es wird zwar noch der Konjunktiv bemüht, aber man sieht schon, was da am Horizont steht. Zur gleichen Zeit reicht Xplain auch Strafanzeige bei der Kantonspolizei Bern ein. Die NZZ berichtet, ja, die SBB Transportpolizei und der Kanton Aargau sei betroffen. Es wird aber nicht gesagt, um welche Daten es genau geht. Und weil jeder gute Cyber auch eine internationale Komponente braucht, waren auch unsere Nachbarn Ausland betroffen. Aber hey, die Falldaten sind im schlimmsten Fall nur in Einzelfällen betroffen. Soweit so gut. Diese 5 GB dort hat es zwar etwas drin, aber so der richtig große Aufhänger ist noch nicht. Und bleibt mir nichts anderes als zu warten. Der Countdown läuft, die Spannung steigt. Dieses 5 GB Amüsbusch war zwar nett, aber ich warte auf den 6-Gänger mit Weinbegleitung und Käse am Ende. Die Tor-Proxys sind in der Cloud konfiguriert. Der Download-Manager ist bereit. Es fehlen noch die Download-Links und plötzlich sind sie da. Auch das NCSC ist vorbereitet auf diese Veröffentlichung und kommuniziert schnell. Ja, es ist passiert. Der Leak ist draußen. Und in diesem Statement sagt das NCSC auch, also wir sind nicht diejenigen, die die Bewertung der Daten vornehmen müssen, sondern das sind die Behörden, also die Auftraggeber, die Aufträge an Xplain gegeben haben. Das finde ich ein recht schlaues Vorgehen, dass da eigentlich die inhaltlich Verständnis davon haben, auch bewerten müssen, wie es darum steht. Der Download läuft, aber er läuft nicht sonderlich schnell. Das Interesse ist groß. Die Downloadgeschwindigkeit ist langsam. Ich erinnere mich zurück an meine Kindheit mit 10 bis 100 Kilobyte pro Sekunde. Es stottert und gemäß der ersten Ankündigung haben wir von 900 GB gesprochen. Und wenn man jetzt diese ZIP-Files zusammenzählt, kommen wir nur auf 400 GB. Also da ist eine krasse Differenz vorhanden. Und stellt sich die Frage, ja, warum gibt es da so eine Differenz? Und wirklich erklären kann ich es nicht. Eine Vermutung, die ich habe, ist,
Die haben einfach mal 900 Gigabyte gesagt, obwohl sie nur 400 hatten. Die Firma macht eine Analyse, kommt zum Schluss, ja, es sind etwa 400 Gigabyte und wird dann nervös. Ja, was sind denn die anderen 500 Gigabyte? Also zahlen wir doch. Das ist eine mögliche These, die ich habe, aber wirklich den Hintergrund davon habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Wir kommen zur nächsten Stufe. Der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte EDÖP beginnt eine Untersuchung gegen das FEDBOL und das Bundesamt für Zoll- und Grenzschutz. Etwas später wird auch noch eine Untersuchung gegen Xplain selbst veröffentlicht. Wir kommen dann zur höchsten politischen Eskalationsstufe. Der Bundesrat wird aktiv. Und immer wenn man nicht genau weiß, wie man mit einem Problem umgehen soll, macht man mal einen Sitzkreis. Und dieser Sitzkreis heißt hier Krisenstab Datenabfluss. Neben dem, dass man, ich finde das ja gut, dass das jetzt zur Chefsache erklärt wird, eine kleine Randnotiz, es wurde auch ein Mandat erlassen, um eine Administrativuntersuchung zu erarbeiten. Also man prüft, was man später dann genau prüfen möchte. Ich finde, das ist eigentlich, hätte man auch schon früher machen können, aber immerhin, die Stoßrichtung ist gut. Die Daten sind jetzt schon ein paar Tage im Netz, also ich würde mal so sagen, so 14 Tage sind sie im Netz und langsam konnten auch einige Files heruntergezogen werden und die Journalisten beginnen mit ihren Veröffentlichungen, was sie denn alles Tolles in diesen Daten gefunden haben. Unter anderem die NZZ, die sah es sogar für nötig, ihre Fundstücke mittels Medienmitteilungen an andere Medien zu verteilen, weil was sie gefunden haben ist ein paar Dokumente mit Adressen von Bundesräten, Sicherheitsdispositiven von einem Auftritt eines Bundesrates. Das ist unangenehm, aber es sind einige wenige betroffen und eigentlich geht es bei diesen Daten einzig und allein darum, dass Xplain verstehen muss, ja, was heißt denn das, wenn so ein Sicherheitsdispositiv in ihrem System verarbeitet werden soll? Und es waren halt die echten Daten. Also ich weiß nun, wo gewisse Bundesräte wohnen, ich Spitzenbeamte. Das ist natürlich suboptimal, aber das lässt sich ändern, indem dass sie vielleicht sich einfach eine neue Dienstwohnung zulegen. Ist natürlich blöd, wenn es hat ja auch einen Richter dabei, der hatte ein kleines Einfamilienhäuschen im Berner Umland. Das wird dann natürlich schwieriger als bei den Bundesräten. Da könnte man jetzt noch lange, das war so der erste große Aufhänger, die erste große Skandalisierung. Es ist spannend, es ist interessant, aber eigentlich hat es keine inhaltliche Tiefe, weil wir werden nachher sehen, was wirklich in diesem Leak drin ist. Dann gab es noch etwas Aufregung, dass die Daten auf einmal weg waren. Das hat auch das NZSC bestätigt. Ich schaue so und sehe so, ja, da war schon mal so 2-3 Stunden ein Unterbruch. Aber als diese Meldung publiziert wurde, da ging es bei mir mit Downloaden munter weiter. Also es ist einfach so, dass offensichtlich die mediale Verbreitung oder Änderung des Zustands der Zeit hinterhergehinkt hat. Im selben Artikel wurde auch noch erwähnt, dass der Bund nun sämtliche Logins der Mitarbeiterinnen ändert. Beim Bund sind etwa 40.000 Personen angestellt. Das ist doch eine ganze Menge. Der arme IT-Support. Aber grundsätzlich ist das unabhängig jetzt von diesem Vorfall, finde ich das eine gute Maßnahme, weil so könnten eventuelle Passwörter, die man woanders verwendet hat, endlich mal entsorgt werden. Also sicher auch kein schlechter Schritt. Nun wird es etwas schärfer, etwas bissiger. Der NZZ-Kommentar von Lukas Meder, der drückt den Finger recht rein. Er spricht von einer Ignoranz gegenüber elementaren Sicherheitsregeln. Und dass eine Sicherheitskultur nicht von oben verordnet, sondern von unten her gelebt werden muss. Also das ist ein Grundsatz in der IT-Security, den man nicht zum ersten Mal hört. Ein bissiger Kommentar, aber durchaus inhaltlich kann ich dem eigentlich nichts hinzufügen. Auch im Internet wurde es zeitenweise etwas humoristisch. So hat Jorgo die Security-Header überprüft. Security-Header, möglichst einfach heruntergebrochen, wenn mein Computer mit einem Server spricht, dann kann der Sicherheitsstandard ausgehandelt werden und da gibt es eben bessere und schlechtere Konfigurationen.
Ein Security Header sagt grundsätzlich nichts über die Qualität der Software aus. Also es gibt schlechte Software mit guten Security Headern, aber es gibt auch gute Software mit schlechten Security Headern. Es ist aber allerdings ein kleines Puzzlestück im fehlenden Sicherheitsbewusstsein von Xplain, wie wir nachher sehen. Also diese Annahme wurde jetzt hier einfach bestätigt. Und Xplain hatte ja diese Tage nichts anderes zu tun, also musste sie auf diese kleine Internetgeschichte reagieren und sofort ihr WordPress patchen und die Security Header anpassen. Und zwei Tage später war das dann auch okay. Die erste wirklich tiefgehende Analyse. Wir sind jetzt, es ist schon einige Zeit ins Land geflossen. Und hier sehen wir eigentlich, wie sehr sich so die erste Publikation mit Bundesratsdaten relativiert. Es hat eine Handvoll geheimer Dokumente drin, also diese Daten, von die wir am Anfang gesehen haben. Ich habe hier 3-4 Fundstücke, die wirklich brisant sind. Es hat unter anderem ein Excel-File, das ist so mit Namen und Position von Mitarbeitenden der Bundeskriminalpolizei, also Beamter XY in der Abteilung so und so, hat folgende IT-Berechtigungen. Also ich würde das mal einen Staatskalender 2.0 nennen. Normalerweise sieht man so die Top-Beamten im Staatskalender. Das ist eigentlich so das öffentliche Adressbuch. Und hier kann ich ziemlich genau sehen, wie viele Mitarbeitende dann in der Cybercrime Unit 2 arbeiten, inklusive Name. Dann im Kanton Aargau hatte das Migrationsamt die Software von Xplain eingesetzt. Dort für Falldossiers in Migrationsverfahren mit Name, Geburtsdatum und Passnummer ist auch eher suboptimal für die Betroffenen. Dann war auch die SBB Transportpolizei Kunde von Xplain. Die SBB Transportpolizei kann Hausverbote aussprechen. Also wenn ihr euch ungebührlich auf dem Gelände im Zug oder auch in einem Bahnhof verhaltet, dann kann ein Hausverbot ausgesprochen werden. Und das ist so eine Liste mit Name, Geburtsdatum und dem Grund, warum jemand das Hausverbot bekommen hat. Und zu guter Letzt, der Nachrichtendienst, der betreibt ein System, das heißt Quattro P oder Quattro P, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und dieses System ist dazu da, um Personendaten, also wenn es... Der Nachrichtendienst macht gewisse Überprüfungen von Personen und wenn da, nennen wir es mal Risikokandidaten, einen Grenzübertritt machen oder geplant haben, dann landet das dort drin und dort hat es einzelne Beispiele, wirklich Person X inklusive dem Passbild. Jetzt sind wir 1,5 Monate nach der Veröffentlichung oder nach dem Anfang und das erste Mal wird die Frage gestellt, ja, wie schaut es denn eigentlich mit der Security bei Xplain aus? Und es stellt sich heraus, es gibt keine Sicherheitszertifizierungen. In der IT-Security, ich würde es nicht sagen Goldstandard, aber ein weit verbreiteter Standard ist ISO 27001. Und ja, Xplain hat es nicht für nötig gehalten, sich zu zertifizieren lassen. Nun wird es etwas dramatischer. Es gibt auch noch eine Hooligan-Datenbank. Die Hooligan-Datenbank wird vom Fedpol betrieben, für Fußballchaoten. Und das war so eine Liste, so ein XML-File mit 700 Personen drin. Und die Liste war von 2015. Und dann habe ich mal die Wayback-Maschine angeschmissen, bin auf die Statistiken vom Fedpol gegangen und habe gesagt, ach, 2015 gab es ja wirklich 700 Personen, die erfasst sind. Also wir sprechen hier vom Komplettdatensatz von 2015. Pikant ist dabei, es gibt eine Verordnung, wie mit Hooligans umgegangen wird und dort steht in Artikel 12, dass die Daten eigentlich nach 3 Jahren gelöscht werden sein sollten. Und diese Daten waren nicht gelöscht. Und erstens, das Fedpol hat die Daten nicht gelöscht und zweitens hat das Fedpol diese produktiven Daten weitergegeben. Und ich habe vorhin mal das Administrativverfahren angesprochen. Also das wäre für mich ein guter Ausgangspunkt, um ein Administrativverfahren anzustoßen. Warum in Gesetz festgeschriebene Bestimmungen, Daten müssen nach 3 Jahren gelöscht werden, warum die irgendwie 8-9 Jahre später immer noch auf den Servern rumgeistern? Nun... Es gab mehrere Strafverfahren. Xplain hat eins gemacht. Gewisse
Bundesämter haben Strafanzeige eingereicht. Und das ist, weil halt die Behörden in Bern sind, ist das viel in Bern gewesen. Und nun hat die Bundesanwaltschaft den Lead übernommen. Ich finde das Zusammenführen grundsätzlich sinnvoll, ob jetzt da die Bundesanwaltschaft die richtige Kompetenzstelle ist, das ist Geschmackssache. Ich hätte mir auch einen außerordentlichen Staatsanwalt für das vorstellen können. Aber immerhin, ich finde es sinnvoll, dass das zusammengeführt wird. Nun äußert sich auch noch der Präsident der Schweizer Datenschutzbeauftragten und der sagt, ja, also grundsätzlich sind diese operationellen Daten, können die schon an Dritte weitergegeben werden, aber es müssen Auflagen erfüllt sein. Also die Verantwortung liegt dann auch bei den Behörden und eine Möglichkeit wären Sicherheitsaudits. Es stellt sich dann heraus, es gab nie Audits. Und auch der Konjunktiv in diesem Statement ist aus meiner Sicht eine reine Schutzbehauptung. Zur gleichen Zeit hat auch hat der Bund sich mal so grundsätzlich Gedanken gemacht. Ja, okay, wir haben Explain, es wird ja noch weitere IT-Dienstleister geben. Und die haben denen einen scharfen Brief geschickt und gesagt, ja, also wir möchten Two-Factor-Authentication haben, also dass das Passwort alleine nicht mehr reicht. Und also wir möchten auch keine unverschlüsselten Passwörter irgendwo rumliegen haben. Das finden wir auch nicht so cool. Und die Speicherung von nicht anonymisierten Produktivdaten, das muss auch nicht sein. Und wir kommen später nochmal, es wird dann am Ende noch ein Fazit geben, was die Analyse der Umfrage und dieses Briefes betrifft. Jetzt kommen wir ein bisschen weg von Explain, aber wir sprechen eigentlich ziemlich genau über Explain. Adrian Fichten stellt wieder mal grundsätzliche Fragen. Wenn der Bund Dinge beschaffen will, dann gibt es eine Beschaffungsplattform, die heißt CIMAP und die Idee dahinter ist, da werden Kriterien, also das kann Software sein, aber es kann auch anderes sein, da werden Kriterien definiert, ja, was ist das Produkt, das wir wollen, welche Anforderungen muss die Firma erfüllen. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn eine zu kleine Firma, die die Ressourcen nicht hat, sich für einen Auftrag bewirbt. Und die Idee dahinter bei diesen Ausschreibungen ist eigentlich, es sollte objektive Kriterien geben, den besten Lieferanten zu finden und auch den besten, also der tiefste Preis, der diese Kriterien erfüllt, sollte den Zuschlag bekommen. So sollte es sein. Es gibt aber auch freihändige Vergaben. Und freihändige Vergaben, das sind Vergaben, ohne dass dieser Prozess durchlaufen wird. Und es gibt eigentlich ein Limit von 150.000 Franken. Also das heißt, so kleinere Aufträge, kann ich verstehen, dass man dieses Prozedere nicht durchlaufen will. Das macht durchaus Sinn. Aber es gibt eben auch die Ausnahmen bei den Freihändlern. Und das sind, wenn substanzielle Mehrkosten bei der Umstellung entstehen könnten oder keine angemessene Alternative vorhanden ist. Und das müsst ihr euch merken mit der angemessenen Alternative. Und Matthias Stürmer von der BFH Bern lässt sich zitieren im Artikel, dass eigentlich über 50% der Ausschreibungen freihändig vergeben werden, was eine doch enorme Summe ist. Aus meiner Sicht ist es völlig okay, manchmal auch freihändig Aufträge zu vergeben. Aber wenn es um Weiterentwicklungen geht, und in diesem Artikel steht eben auch, dass Explain das auch bei Erstbeschaffungen gemacht hat. Also es wurde schon freihändig vergeben, als es um den ersten Einkauf an der Software und nicht um eine Weiterentwicklung geht. Genau, ich finde den Artikel, ich finde den sehr lesenswert und es ist auch schön zu sehen, wie Explain gehöffelt wurde. Ich weiß nicht, wie kann man gehöffelt auf Hochdeutsch sagen. Ich muss es selber überlegen. Also konkret geht es einfach darum, dass man eine Ausschreibung gemacht hat und wenn man die Kriterien der Ausschreibung anschaut, dann ist einfach nur eine Firma, kann diese Anforderungen erfüllen und das ist Explain. Wir sind nun im Oktober und das Interesse scheint immer noch groß. Wir sind bei 23.500. Das Downloaden läuft munter weiter und ich muss auch sagen, ich habe das Interesse verloren und irgendwann ging die Seite vermutlich offline und kam wieder. Ich kann es nicht sagen. Für mich war damals das Thema eigentlich schon lange abgeschlossen. Nicht so für Explain, die hatten viel zu tun beim Aufräumen und Inside IT hat hier, das sind jetzt im Februar, also vor nicht allzu langer Zeit,
den CEO interviewt und da kam raus, ja, also verloren haben sie nur zwei Kunden, unter anderem den Kanton Watt. Ja, und verloren haben wir sie auch nicht. Die Aufträge wurden einfach nicht erneuert. Das war so die Aussage. Und es scheint, wenn man das liest, ja, Explain ist für die Behörden unersetzlich. Und ich habe hier mal noch ein Quote aus diesem Interview herausgenommen zu den produktiven Fragen. Ja, also aus meiner Sicht sind einfach beide schuld. Der Bund hätte diese Daten so nicht liefern dürfen. Und Explain hatte die Datenhygiene, hätte durchaus Optimierungspotenzial gehabt. Und das ist jetzt eigentlich so der Abschluss der Reise, der Zeitreise. Ich habe mich versucht, möglichst kurz zu halten. Es sind noch etwa 15 weitere Presseberichte mit Nebensächlichkeiten rausgeflogen. Und wir sind jetzt eigentlich letzte Woche angelangt. Jetzt hat der Bund die Zahlen zusammen. Der Bund hat 7.000 Verträge mit IT-Dienstleistern und davon werden 2.200 als sicherheitsrelevant eingestuft, wobei nur die Hälfte sich an die Cyberbestimmungen hält. Also der Bund hat die Schraube angezogen. Ich wünsche es dem Bund und den betreffenden Unternehmen, dass es zeitlich doch noch reicht. Das wird die Zeit zeigen. Ich möchte, bevor ich so zum Fazit komme, noch ganz kurz ein paar nette Fundstücke aufzeigen. Also das ist unter anderem ein altes Logo von Explain. Und ich möchte an dieser Stelle auch gleich erwähnen, falls sich da irgendwelche Behörden angetupft fühlen. Nein, ich habe die Daten nicht mehr. Die Daten waren ja sowieso öffentlich für jedermann einsehbar. Das Einzige, was ich noch habe, ist diese paar Screenshots. Ja. Also, beginnen wir mit einem Word-File. In diesem Word-File finden wir eine wunderbare Anleitung, wie man sich ins VPN des Kanton Aargaus einloggen kann. Immerhin hat der Kanton Aargau eine Two-Factor-Authentication, aber ihr seht ja, also hier unter dem Schwarzen seht ihr, bei welcher Person ihr diese Daten beziehen könnt. Dann ein weiteres Fundstück von 2021 ist diese SBB-Hausverbotsliste. Ich habe mir erlaubt, diese mal zu gruppieren, damit ihr seht, warum wird eigentlich bei der SBB so, warum werden da eigentlich so Hausverbote ausgesprochen? Und es lohnt sich auch, einen Blick auf den Dateinamen zu werfen. Der heißt nämlich Hausverbote to delete. Nun kommt etwas, das wir alle kennen, aber eigentlich wissen, dass wir es nicht mehr machen dürfen. Solche Excel-Files sind ein großes No-No. Nicht nur einfach, dass das so rumliegt, auch die Intention oder die Komplexität der Passwörter. Ich möchte noch daran erinnern, 3800 ist die Postleitzahl von Interlaken. Passwortmanager sind doch etwas Tolles und ich empfehle allen, die noch keinen haben, ihn genau aus diesem Grund zu nutzen. Zur Ehrenrettung muss ich auch sagen, also gewisse Files waren auch verschlüsselt oder passwortgeschützt. Hier ein File vom Nachrichtendienst, wo es eben um dieses Quattro-P-System ging, also wo man denen einen Beispieldatensatz zur Verfügung gestellt hat. Ja, und also ich meine, da könnte man jetzt hinhocken und einen ZIP-Passwort-Cracker bemühen. Aber das war gar nicht nötig, weil am selben Ordner gibt's noch eine Datei. Und wenn man in diese Datei reinschaut, dann das sind jetzt zwei Vorgänge, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, ein weiteres Beispiel, was auch noch einfach unschön ist, wenn Zertifikate von Produktivsystemen, das mag jetzt älter sein, aber es geht ja mehr so um aufzuzeigen, wie sehr die bemüht waren um Sauberkeit auf ihren Systemen. Ich meine, ja, Man-in-the-Middle-Attacke und ich kann dem Kanton Aargau beim Arbeiten zuschauen. Schön. Das waren jetzt so klassische Fundstücke und was es aber auch noch gegeben hat, und das ist eigentlich, ich habe mir dann so lange überlegt, ja, was ist jetzt eigentlich das Krasse? Es sind so Personendaten betroffen, das ist schlimm, aber die Personen kann man informieren und der Schaden ist da. Aber gibt es auch Schäden, die einfach nicht mehr weggehen? Und einen Schaden, den ich gefunden habe, sind APIs. APIs werden verwendet, wenn
ein Grenzpolizist oder eine Grenzpolizistin im Einsatz draußen im Felde ist und euch im Auto kontrolliert, dann kann eure Autonummer, eure Autokennzeichen eingegeben werden oder euer Pass oder eure ID fotografiert werden. Das wird dann über diese Schnittstellen wird das abgefragt, ob ihr jetzt eine gesuchte Person seid oder nicht. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, man muss sich immer überlegen, ja, okay, was könnte der Schaden sein? Und ich habe jetzt mal so, für mich ein fiktives Beispiel ist so ein Mafia-Capone, der international gesucht ist, fährt in einem gestohlenen Fahrzeug auf Chiasso zu und der bucht sich eine DDoS-Attacke. Und ihr erinnert euch vielleicht noch so, vor einem Jahr hat Präsident Zelensky in Bern eine Rede gehalten, da war über Tage die Webseite vom Parlament eigentlich mehr schlecht als recht verfügbar. Und das ist auch gar keine Kostenfrage, also ich habe hier mal einfach exemplarisch ein Beispiel für so eine DDoS-Attacke. Für $10 bekommt man während 600 Sekunden 216 Gigabit Traffic. Für diejenigen, die sich nicht so mit Netzwerktechnik auskennen, nennen wir es einfach mal viel. Und die Konsequenz ist klar, wenn ich mit meinem gestohlenen, als flüchtige Person mit meinem gestohlenen Auto auf Chiasso zufahre, habe ich diese 600 Sekunden und die Grenzkontrolle winkt mich raus und ich zeige meinen Pass her und dann passiert nichts und dann werden sie mich wahrscheinlich weiterziehen lassen. Also ich möchte natürlich nicht zu Strafhandlungen anregen, ich sehe einfach ein gewisses Gefahrenpotenzial hinter dem. Wir verlassen jetzt die Fundstücke und gehen noch so zum Rückblick und zur Ausschau. Fehler, Verbesserungen und Maßnahmen. Ich habe hier ein paar zusammengefasst. Ich möchte betonen, also X-Plane ist nicht inkompetent, aber sie haben einen sehr fahrlässigen Umgang mit den Daten gehabt. Das ist so ein bisschen wie in einer Messi-Wohnung, fühle ich mich nicht wohl. Nach dem Motto, zeig mir deinen Desktop und ich sag dir, was für ein Mensch du bist. Was auch gefehlt hat, sind Löschkonzepte, also Files zum Löschen, Jahre später noch auf dem Server rumliegen. Die Segmentierung der Daten, also da geht es eigentlich darum, dass man Bereiche abtrennt. Und wenn es diese Segmentierung gegeben hat, dann ist verdammt viel im Leak hängen geblieben. Mangelnde Sicherheitsstandards, es gab keine Zertifizierungen. Der CEO von X-Plane spricht zwar, ja, wir haben ja eine Cyberversicherung, also für das mussten sie ja irgendwie zertifiziert werden. Da kann man sich jetzt streiten, ja, wie viel wert ist diese Bewertung dieser Versicherung. Ich möchte aber eine Sache wirklich hervorheben, auch wenn es jetzt viel Spannendes zu sehen gibt, es ist gut, haben sie kein Lösegeld bezahlt, weil solange Lösegeld bezahlt wird, geht dieses Spiel endlos weiter und es ist auch nicht einfach, dann hinzustehen. Man weiß, man hat es verkackt und muss dann die Häme und den Spott über sich ergehen lassen. Wäre für die viel einfacher gewesen, ein paar Millionchen zu bezahlen und das Ganze unter dem Deckel verschwinden zu lassen. Also von dem her, das zeigt irgendwo, haben sie auch Charakter. Etwas weniger loben kann ich über unsere Bundesbehörden sprechen. Wir beginnen bei der öffentlichen Ausschreibung. Wäre bei X-Plane eine öffentliche Vergabe mit klaren Kriterien an die Sicherheit gemacht worden, dann hätte X-Plane ja gar nicht Daten in diesem Umfang vorliegen gehabt. Nur fiktive Daten statt Produktivdaten, das ist klar, der Bund hat die Daten geliefert. Man sieht auch in E-Mails, da ist ein Vertrauensverhältnis, man ist in der kleinen Schweiz auf Du und Du. Man kennt sich lange, hat schon viele Aufträge gemacht, ja, und dann ist halt das kritische Denken ist dann halt auch etwas weniger, als wenn es neue geschäftliche Beziehungen sind. Es gibt auch eine große Abhängigkeit, also X-Plane besetzt eine Nische, wo nur wenige Software anbieten und ja, das macht sie irgendwo auch oder hat dazu geführt, dass eben nur zwei abgesprungen sind oder den Vertrag nicht erneuert haben. Ein weiterer Punkt ist also das mit der Hooligan-Datenbank. Das Gesetz sagt, die Daten müssen gelöscht sein, sie sind nicht gelöscht. Also das ist für mich ein großes No-No. Das Strafverfahren bei der Bundesanwaltschaft läuft noch. Da
gibt es keine neuen Informationen. Und beim EDAP habe ich diese Woche nochmal nachgefragt und das Verfahren ist noch hängig und wird mit hoher Priorität weitergetrieben. Ich bin da mal gespannt, wie viele Seiten diese Untersuchung beinhalten wird. Aber das ist sicher eine Mammutaufgabe für so eine kleine Behörde wie den EDAP mit irgendwie 30, 40 Stellen. Ja, das ist sie. Das war's. Ich habe schnell geredet, ich habe viel geredet. Ich hoffe, ihr konntet mir etwas folgen. Und zum Titel: Some things can't be explained. Es kann zwar erklärt werden, warum es passiert ist, aber es ist unverzeihlich, dass es passiert ist. Merci. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen, aber jetzt ist ja die Pause angesagt. Von daher, ich gehe davon aus, dass doch zwei, drei Fragen noch vorhanden sind. Wenn jemand Fragen hat, da gibt es ein Mikrofon. Mir ist gesagt worden, man soll möglichst nah ans Mikrofon herantreten. Vielleicht noch ganz kurz, was mir sehr gut gefallen hat jetzt, ist, dass quasi wie beide Seiten berücksichtigt wurden. Also nicht nur explain, die spielen natürlich eine wesentliche Rolle, sondern auch die Seite der Behörden. Wo ich versprechen kann, dass ich auf jeden Fall auch nochmal nachfragen werde, ist mit dieser Hooligan-Datenbank. Ich finde, das ist tatsächlich ein Gesetzesverstoß und ich finde auch, dass wir da eine Aufgabe haben, dem nachzugehen. Vielleicht bald in der WOTS. Jetzt, wenn jemand Fragen hat, sehr gerne. Ich würde sagen, wir machen noch 5 Minuten, ja, ja. 10 Minuten. Okay. Ist das für euch auch okay? Gut. Ich habe eine Frage zu den APIs, die du die URLs zeigtest. Die waren HTTP und nicht HTTPS. Ja, also um es genau zu sagen, das war in XML-Dokumenten, wo es auch darum geht, ja, wenn jetzt Sie mit dieser API kommunizieren, welche Felder müssen Sie schicken? Also es ist nicht einfach nur eine URL drin gewesen, sondern das war eigentlich so, mit dem kann ich verstehen, was muss ich an die API schicken? Und das ist mehr als eine Spezifikation. Aber Schema, aber nicht die effektive URL, die am Schluss verwendet wird. Zwingend. Also es gibt URLs, die funktionieren. Ich kann es mal so sagen. Ja? Gut. Sind keine weiteren Fragen vorhanden, sonst würde ich sagen, entlassen wir Ganti in die verdiente Pause. Danke nochmals für die Aufmerksamkeit. Danke, Ganti.